entering pitfalls. Ja, was sind pitfalls? Quasi Abgründe. Was tun? Oh, doch da zweimal der Sack. Ja, war ein Glücksbär hier. Ist das jetzt so ein 5x5 Meter Level? Oder was? Oder wie? Alles klar. Wieso frage ich so dumm? Aber ja, jetzt wissen wir schon, warum das so heißt. Moment mal, gab es nicht The Chasm, hieß das in Doom 2. Und Bloodfalls gab es auch noch. Allerdings. Schön gemein. Sitzt er dann? Er kommt. Warte darauf, dass niemand vermöbelt. Und da sind wir. Genau richtig. Mieses Pack. Eingesperrt haben sie uns hier. Die Sau lebt noch. Na gut, leben. Das kann man nicht leben nennen, oder? Ah, doch. Ja, die Musik macht wieder so ein ganz kleines bisschen vorsichtig. Ich schätze mal, wir müssen einfach mit so einem Leap of Faith einen Schritt des Glaubens wagen. Das hat auch wieder was von Hexen 1. Natürlich. Ach komm. Könnte man eigentlich auch mal in die Pipeline hauen. Hexen 1, toller Spiel, allerdings sehr viel. Da muss man wirklich Buch führen, so ein bisschen, vor allem wenn man das aufnimmt, würde ich mal behaupten. Denn wenn man nicht genau weiß, wo was gerade geöffnet ist, a door open in the Guardian of Ice. Und wenn du das dann vergisst, ja, dann viel Spaß beim durch 4-5 Welten laufen. Das machte mich dann richtig Spaß. So, was ist jetzt hier eine Treppe und was nicht? Meine Güte. Hier so, zack, zack, da nicht. Da auch nicht. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Oh Gott, ich bin im Kreis getappt. Hierhin? Nein, dahin. Okay, wir müssen hier entgegen des Uhrzeigersinns laufen. Schauen wir das, wir hoffen. Oh Mann. Ist ja gut, Musik. Oh oh. So. Und nur, da hinten war noch irgendwo irgendwas.
Das schaffen wir nicht mehr, oder? Ich würde sagen, ich versuche es jetzt gar nicht. Wir einigen uns auf. Ne, denn wir kommen von hier dahin. Ist doch ganz klar. Geschenke in Doom. Da wäre ich vorsichtig und ich habe was gehört. Oh ja, ich sehe es sogar. Den kümmern wir uns, wenn wir da sind. Oh, ist das ein Trick? Wir werden von da oben runterspringen müssen, wir Holzköpfe. So, hier lang. Also die Secrets waren auch schon mal geheimer. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh. Habe ich schon erwähnt, wie besonders aufregend und toll ich es finde, in diese Pain Sectors zu fallen. Diese Schmerzsektoren. Gut. Jetzt müssen wir wieder da hoch. Ich glaube. Oder was? Oder wie? Oder. Moment, da hinten ging es nicht weiter. Das war zu hoch. Okay. Kommen wir da seitlich ran? Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Oder. Wir schauen zumindest mal. Wir fahren die Secret Area. Und hier ist nichts. Können wir da dann auch hier hin? Oh, das war ja gemein. Da ist ja gar nichts. Wo waren das noch gleich? Da unten irgendwo, ne? Hier. Ach, da oben. Wir sind noch ein bisschen voll voll. Alles klar. Ja. Ach so, das war ja 100er Armor, deswegen kann man es nicht aufheben. Aber ich würde sagen, wir labern mal nicht so viel Müll und gucken, ob wir dann was Tolles finden, was wir aktivieren können. Wie zum Beispiel diesen Aufzug. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich außen rum. Ach, das ist auch ein Secret. Also. Bin ich wirklich so ein hier Ratefuchs oder ist das einfach nur super simpel? Ja, letzteres, ne? Eher letzteres. Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben die gelbe Schlüsselkarte. Achso, klar, haben wir ganz am Anfang schon. Wir brauchen nur den roten, dann geht's hier auch wieder weiter, oder es geht dann schon wieder hier raus. Schon. Schon so. Der hier vielleicht. Computer sagt ja. Wer brüllt hier? Echt eine nette Idee, dass die so krumm angedingst sind. Liegt daran, dass die. Ist ja gut. Vielleicht steckt hier nur irgendwie Frosch im Hals. Oder. Schlimmer, eine Geräte. Wir werden ihn von seinem Leid befreien. Ein für alle Mal. Ja, komm. Gut, wenn du keinen Bock hast, gibt's eben Lieferung frei Haus. Zack. Vorne gab es ja auch noch ein Wägelchen. Wir kommen nicht längs.
Ist immer die Frage, ne? Kommt so ein Kleiner um die Ecke und kommt ein Dicker? Ich glaube, Wahrscheinlichkeit, dass ein Kleiner ist, ist relativ hoch, deswegen. Nicht schlecht. Haben wir verdient und hat er sich verdient. Zwar seinen Kumpels angeben zu können. Ah, halt mich. Hab ihn erschossen. Okay. Nee, egal. Der ist nur noch Schleim. Computer Area Map. Oh oh. Nicht lesen. Lesen kann töten. Kennt man auch von früher, wenn man in Online-Shooters ein bisschen im Chat rumgestöbert hat, beziehungsweise sich unterhalten hat und vielleicht sogar mitgelesen hat, wie rumgeflamed wurde, das hat einen dann schon mal den Kopf gekostet. Wie bitte? Oh, oh. Kommt dicke Kundschaft. Oh shit, wir sind zwei weg von der verflucht nochmal der Tür. Jetzt wollte ich so schön die Tür ausnutzen. Und ihn auslachen, weil wir so clever sind. Oh, das war. Das war wirklich so reflexartig. Super Aim bewiesen. Einladend, doch, doch, doch. Erinnert so leicht an Duke Nukem 3D mit dieser kleinen Kirche da, wo man den Doom Space Marine findet. Ach ja. Idiot. Mehr fällt mir zu mir jetzt momentan gerade nicht ein. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Einschätzung der Situation, dass ich ein derart langsam fliegendes Geschoss nicht kommen sah. Naja, kommen gesehen habe ich es ja, aber reagiert. Könnte auch dran liegen. Hier, von wegen lecker Mittag. Und es wird alles verdaut und das Hirn ist jetzt noch auf Standby. Es läuft langsam, läuft es wieder warm, aber ja, momentan ist da noch nicht viel zu holen. Das ist noch nicht ganz brauchbar, noch nicht ganz da. Gut, jetzt können wir uns den ganzen Shit darin holen. So, oh Shit darf man nicht sagen, ne? Lieber Scheiße. So. Was ist jetzt schon wieder? Das können wir gut gebrauchen. Ich laufe doch nicht zweimal. Wer bin ich denn? Ah, okay. Jetzt wissen wir, was wir Sinnvolles hätten einsetzen können. Können wir eigentlich jetzt auch mal spaßhalber mitnehmen? Wir müssen eh in den gelben Bereich, oder? Ja, oder? Gelb? Oder blau? Nee. Blauer Bereich, genau. Ja, das war ein Invulnerability, ein Unverwundbarkeitsgegenstand. Deswegen machen wir hier Quatsch. Oh. Quatsch mit Kettensägen. So wie ich mein Glück kenne, wird sie mich dann. Also meine Befürchtung war, dass wir vorhin hier ebenfalls angegriffen wurden.
weil ich da nicht geschaut habe und dachte, vielleicht werden wir jetzt zerquetscht zwischen zwei von denen und ist ja kein Problem, wenn man unverwundbar ist, aber das lässt ja nach. Das hält sich ja nicht wie Eier. Das hält ja nicht mal so lang wie Eier. Frische. So. Jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt müssen wir noch in den blauen Bereich. Da wollte ich ja eigentlich mit dem Ding rein. Mit dem. Okay. Ja, und wieder. Ah, okay. Auf dem PC. Also Doom auf dem PC zerquetscht die Waffe mit der Leiche. Hier bleibt die Waffe bestehen. Finde ich gut. Oder irre ich mich? Ich meine, das war im Original so, dass die Waffe mit zerquetscht wurde, weil sie irgendwie zur Leiche eben gehört. Und wieso ist hier ein... Moment, hier war ich nicht drin. Oh, gut. Und tschüss. Oh Mann, mir schläft die Hand ein. Ob das das Alter ist? Da gibt es auf jeden Fall noch ein Räumchen rechts. Was war denn das? Ach, der Standard, der Anfangsraum. Da können wir auch noch rein. Was haben wir denn jetzt? Wir haben gelb. Ja, gelb. Wir brauchen aber rot. Wo können wir denn gelb einsetzen? Und da oben haben wir auch einen Raum vergessen. Einmal einfach in die Wand drücken müssen, oder wie? Oder was? Wo ist... Oh Mann, ich habe vergessen, wo der gelbe... Das war doch nur ein Schalterchen, oder? War das nicht ein... Verdammt nochmal. Wo ist denn... Wo ist denn gelb? Ne, hier nicht. Da war der Baron of Hell am Ende. Hier drin vielleicht? Nein. So, ja gut, in dem Bereich haben wir den ja wieder so. Da müssen wir wieder raus. Oh. Unfreundliche Gesellen. Nein, wir bleiben in dem Bereich. Keine Furcht, ich mach das schon. Guter Schuss. Jetzt hätte er nur noch treffen müssen. Dann wäre er richtig gut gewesen, der Schuss. Ah ja, wie ich es mir gedacht habe, es ist nur ein... Hier kommen Monsters raus. Aber hier kommen wir jetzt weiter, weil der Weg hier frei ist. Nein. Nein. Ja. Haben wir einen Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel. Hier gibt's auch nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir wieder zurück? Nee, oder? Oder ist der ein... Ja, Moment, wir werden eingesperrt. Ah, wir sind nicht mehr... Nicht mehr eingesperrt.
Genau, den blauen haben wir danach bekommen. Ja, und jetzt? Und was soll der komische Kopf da oben? Ich hoffe, das doch alles nicht. Nee, hier nicht, da nicht. Wo müssen wir denn lang? Wieder zurück in den Bereich von eben. Da ist nichts. Hier ist wahrscheinlich ohnehin noch zu, richtig. Da ist noch zu die Tür. Die Tür ist zu. Was? Zu ist die Tür. Hier waren wir auch schon, da gab es nichts. Dort drüben nichts. Wir gehen nochmal in die. Na. In die Kirche oder hier nochmal reinschauen? Das ist ja auch ein Idiotenraum. Dafür ein Schlüssel? Also bitte. Ist ein bisschen übertrieben für so einen Müllraum. Auch noch einen Schlüssel zu verlangen. Nö, hier ist nichts. Da geht's nicht lang. Zack, zack, zack. Wir humpfen uns durch die Mappe. Doch auch hier nichts. Na doch, hier können wir mal mitnehmen. Jetzt war gleich wieder fast 400. Verdammt, irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendein Schalter hier in diesen Räumlichkeiten? Nein. Auch hier nicht. Schießen? Das wäre. Naja. Okay, da waren wir. Wir schauen mal. Okay, wir müssen da rein. Wir brauchen den roten Schlüssel und der rote Schlüssel ist nicht beim blauen. So, jetzt haben wir da oben einen Weg geöffnet. Oder muss das hier irgendwas öffnen? Weil das ist der neue Weg. Okay, wir gehen mal spaßhalber dahin. Ne, da kommen wir nicht rüber. Aber ich merke auch schon, wie durch das gute Essen das Hirn da gepumpt wird. Da ist nicht mehr viel. Ich spiel schon wieder der letzte Depp. Nee. Hier ist nichts. Oh mein Gott, komm, halt die Klappe. Und da kommt der andere um die Ecke gebogen. Gibt auch ein paar ab. Jetzt ist schon wieder so ein Dickerchen da hinten. Was eine Scheiße. Wir speichern. Nicht, dass das jetzt hier ein Secret Exit ist, wenn wir doch da nach links noch können. Nein, okay, jetzt hat nur das Wegchen links geöffnet. Jedenfalls gehe ich mal davon aus. Ich hoffe mal, ich laufe nicht immer die ganze Zeit im Kreis. Immer die ganze Zeit. Immer manchmal. Oh Mann. Wieso stellen die uns eigentlich immer noch solche Hans Würstchen entgegen, wenn wir die doch wegballern wie nix? Na gut, ja. Ja, lieber. Na, Moment, wo sind wir jetzt? Oh Mann. Die müssen uns einfach nur im Kreis rumführen und schon haben wir verloren. Der Abgrund. Zack.
Ja, wir speichern wieder und hoffen rein, schauen, wie unendlich gut wir denn diesmal waren. Sieht so ein bisschen nach Endgegner aus, ne? Wie beim in der ersten Episode, wo man diesen komischen Teleporter geht und dann alle gemacht wird. Und wir waren. Einer hat überlebt, verdammt. Naja. Secret-technisch waren wir ganz gut dabei. Ich denke mal. Ja, wir haben eine Weile gesucht, ist uns auch klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Reicht. Danke fürs Zuschauen.